Hallo Mitmenschen und herzlich willkommen zu... Ach, weiß ich nicht was. Ich bin raus, das ist gruselig. Nein, du bleibst hier. Ja, das ist gut, ich bin am anderen Ende der Leitung, ich sehe nichts. Genau. Ach stimmt, sollte ich vielleicht Übertragung machen? Nee, ist schon gut. Ach, hätte ich vielleicht machen sollen. Kannst du beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, ja. Aber warum denke ich nicht? Du hast mich auch nicht daran erinnert. Ja, tut mir leid. Okay, also wir spielen wieder vor. Amnesia, ne? Ne? Also wir, also ich und er ist einfach dabei. Hinter dir steht ein Schweinchen. Ich bin der moralische Beistand. Ja. Ja, wahrscheinlich und? Absolut nicht wirken wird. Oh, das muss ich ja vorlesen. Ja, stimmt. Oh Gott, danke schön. Ja, bitte, das nächste Mal machst du es, ne? Oder du machst es, oder du schaffst es jetzt auf Bildschirmübertragung zu machen, dann kann ich für dich vorlesen. Ja? Ja. Ja. Warum? Guck dir das an. Ah, es geht. Okay, schon gut. Du schneidest mit Vegas Pro, gell? Ja, eigentlich schon. Okay, könnte ich dir helfen. Wollte ich wieder anfangen, wenn es funktioniert. Weiß ich nicht. Wir haben noch so viel Zeit, ich glaub's nicht. Schwarzer Bill? Er, der sich selbst zum Biest macht, entledigt sich des Schmerzens, menschlich zu sein. Das ist schön. Von Dr. Samuel Johnson. Genau. Der Stecher! Also ich glaube, ich schnell den Anfang einfach weg. Ja. Papa, Papa, bitte töte mich nicht. Und du lachst einfach. Ja, ich lach immer. Weil ich weiß, was gleich kommt. Und das sieht lustig aus. Oh, was ist das? Oh, es ist was? So schön. Siehst du doch. Es ist... Electricity. Es ist rotes Licht, also weißt du, was es ist, ne? Oh Gott, wo sind die Nutten? Die Schweine sind die Nutten, ich wusste es. Ist das ein Schwein? Okay, hi. Also irgendwie habe ich darauf nichts erkannt, so ich hoffe, das ist normal. Ich habe ja nochmal ein Wasserzeichen gemacht. Ach du heilige Scheiße. Ey, der hat ja echt keine Hobbys. Du müsstest bitte ein bisschen lauter sprechen, du bist sehr leise, junger Mann. Ich habe auch gerade... Was? Ich habe gerade ein bisschen zu mir selbst gesprochen. Alter, ey, der hat echt... Was? Ey, der Typ ist irgendwie voll cool drauf, ey. Der hat mir ein Kanaldesign gemacht, ein neues Profilfoto, ein Wasserzeichen. Ey, der hat keine Hobbys. Ich glaube, der hat wirklich keine Hobbys. Ey, der hat einfach zu viel Zeit, glaube ich. Ich glaube auch. Aber cool, danke. Voll korrekt von ihm. Ja. Oh Mann. Okay. Oh, what is going on? Ich weiß nicht, ich sehe. Hast du die Helligkeit schon höher gestellt? Höher? Soll ich sie höher stellen? Ja, weil bei YouTube sieht man dann Scheiß, wenn die auf normal ist. Du kannst meinetwegen was sehen, ja, aber das wird dann mit dem Rendern und auf YouTube bearbeitet ja auch noch ein bisschen und dann, ja, sieht man Kack. Okay, muss ich es wohl heller machen. Ist mir nämlich schon aufgefallen. Ich bin gar nicht im Spiel drin, gerade mit meiner Maus. Oh fuck, die geht immer raus. Die geht immer raus! Was ist das denn? Das ist natürlich sehr schade. Das ist sehr, sehr doof. Moment. Optionen. Wieso fasse ich mir selber an den Hals? Ich will mich nicht erwürgen. Okay. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Mal sehen. Und ich habe wirklich keine Ahnung von diesem Spiel. Keine Ahnung. Da kannst du was lesen. Oh, ein Zettel. Ein Zettel. Soll ich jetzt lesen, oder was? Ja, bitte. Das wäre ganz nett. Okay. 24. Juni 1899. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguarfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was von Herzen kam, schmierte uns ein. Es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und es befreite uns alle. Die übel riechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn spiegelt. Meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut im Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre. Eine Ratte. Eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst. Selbst das Laudanum kann ihren unersättlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen, aber das erfüllt mich mit Angst, nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Was? Warum sind die Kinder auf dem Dachboden? Oh, Licht, wie cool. Vielleicht wohnen die auf dem Dachboden. Vielleicht waren das ihr Kinderzimmer. So werde ich bitte auch sein mit meinen Kindern. Maustaste oder RB? Was? Man kann es mit Controller spielen? Ach nein, danke, ich glaube lieber nicht. Moment, was ist das? Glaub ich persönlich eher auch nicht.
Ich habe gerade zu den Spielen, die man lieber mit Tastatur spielt. Ja, und ich hoffe, man hört meine Maus nicht so. Was ist das denn? Ein Schwein. Ich bin zu weit unten. Mein Gott, wie der sich ducken kann. Das ist echt sehr schön. Das ist echt. Das ist wie im ersten Teil. Ja, aber da geht's ziemlich weit nach unten, sage ich jetzt mal so. Ducken wie ein Weltmeister, du. Was? Ducken wie ein Weltmeister, sage ich da nur. Das kann er richtig gut, ne? Ja. Ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Aber es ist sehr schön hier. Ich glaube, ich wohne hier. Vielleicht tue ich es ja wirklich. Warum kann ich nichts aufmachen? Das ist echt traurig. Ach so. Ja, ich gehe da mal pennen, ne? Also. Aber irgendwie kann ich nicht. Hallo, geh doch hoch. Ah. Moment, ich schaff's noch irgendwie hier rauszukommen. Irgendwann. Wenn du mir sagst, wo die Tür ist. Ach da. Ich sehe. Guck grad nicht, ne? Ich muss auch noch nebenbei leider was anderes machen. Nein. Das kann nicht sein. Dass du mir das antust. Mich allein lassen mit dem Spiel. Nee, ich lass dich ja nicht allein. Ich bin ja noch da. Okay. Das ist schon mal schön. Dass du guck mal, dein Badezimmer. Und Handtücher. Das ist mein Badezimmer. Handtücher sind die neuen Hemden. Ich glaube auch. Weil Hemden hat man ja überall gefunden. Ja, ist so. Ja, nee, ey, du hattest vielleicht in einem Raum 5 Schubladen und ich sag mal, in 3 von 5 Schubladen waren Hemden. Ach ja, stimmt, ne? Ja, die waren halt, das Einzige, was sie sich leisten konnten, waren Hemden. Okay. Es geht hoch. Ja, ich bin doch gleich da. Das ist nämlich ein Gonga mit dem Ball, mit dem roten Ball. Was für ein roten Ball? Gonga, kennst du den Film nicht? Sagt mir jetzt gerade was. Sagt dir was, ja? Ist gut. Sagt mir gerade was. Gonga ist der kleine Junge, der ertrunken ist und alle Leute heimsucht, die daran beteiligt waren. Und die einfach berührt. Ich dachte, der heißt Ben. Ja, aber der Film heißt Gonga. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, der heißt Ben und kommt aus dem Spiel Legend of Zelda Majora's Mask. Kennst du nicht? Ich kenne ihn. Deswegen. Ach so. Ja, das könnte er auch sein, ja? Ja. Oh, wie cool ist das denn? Auf mich drauf, danke. Ich glaube, da musst du sogar lang. Oh, eine Notiz, Moment. Mein Tagebuch. Ein Fiebertraum. Okay, kannst du wieder vorlesen, wenn du willst. Ich wache auf, alleine, in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und fruchtbares Grab. Was? Das mich zum... Ach, das ist ein Abstieg in dem Leben, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich, meine Kinder rufen und ich werde antworten. Ich werde sie finden. Ach. Ich bin John Muff. Ich komme aus Happy Rain. Oh mein Gott. Ich muss meinen Sohn finden. Oh mein Gott, ist das die Taschenlampe? Nein, das ist eine Laterne. Meine ich doch. Ist doch voll schön. Ich brauche die gar nicht. Das ist ein Bogen. Ach nee, doch nicht. Cool, lass mal. War das eine Säge? Ja. Oh. Mann. Egal, Säge ist auch gut. Kann ich nicht mitnehmen, leider. Ah, die Musik ist schön. Hörst du sie? Ja, wunderbar. Wunderschön. Es ist wundertollig. Ja, wundertollig. Ja, ich weiß. Oh, was habe ich getan? Ich bin ja so ein Idiot. Was hast du getan? Ich muss, weißt du, ich will rendern und vorbereiten und dabei vergesse ich das Wichtigste. Was denn? Scheiße. Oh, guck mal, er tanzt, der Bär tanzt. Siehst du das? Das ist schön, okay. Du kannst euch wieder was vorlesen. Was machst du mit dem Bär? Nix. Freunde wollte ich. Caterbeer! Ich glaube, ich nehme gerade mal mein Mikrofon wie ein Moderator. Okay. Nächste Mal vor, aber das ist dann einfacher. Mhm. Edwins und Enochs Tagebuch, 11. Oktober 1899. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen. Und oftmals kommt er echt zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat.
Oh. War wunderschön, oder? Es war richtig toll. Freut ich hab's mich. Gefeiert. Finde ich schön. Ich glaube, du hast dich richtig schön da so hineingelebt in die Rolle, ne? Ja, ich bin ein Kind. Du bist ich ja lebe auch. Nach Immanuel Kants Spruch. Bitte was? Ja, Immanuel Kant hat gesagt, man darf sich erst Mensch nennen, ja, wenn man erwachsen ist, aber im Herzen doch ein Kind bleibt. Ach so, ja, stimmt, ne? Ja. Geh doch mal zur Seite. So. Soll ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Soll ich das auch irgendwie... Ach so, ist ja hier lang. Aha. Ach, jetzt, also bitte, das hättest du aber herausfinden müssen. Ja, habe ich doch auch, ne? Siehst du ja. So. Ja. Diese Schweinsmasken... Das hätte aber ein bisschen schneller gehen können, junge Dame. Nein, ich habe da darauf keine Lust. könntest du bitte... Danke. Sehr nett von dir, Kiste. Ja, bitte, bitte. Ach so. Ja, du auch. Du bist auch mal ganz nett. Ja, manchmal. Das weiß ich doch. Ja, ne? Okay, danke. Bitte, bitte, bitte. Sehr freundlich. Ja. Oh, eine Schere, ein Hobel. Hobelschlunzer. Was? Kennst du keine Hobelschlunzen? Was ist denn eine Hobelschlunze? Ich weiß es selbst nicht. Irgendwas gegen... Warum fragst du mich dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du es ja und kannst es mir erklären. Woher hast du das Wort? Von Aikali. Ja, ich lass das mal so im Raum stehen. Ja. Wäre besser so. Ich hab's nie gesagt. Egal. Gott. Sorry. Mich denkst du ganz anders von mir, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich wusste es. Ich hätte es nicht erwähnt. Du hast mein Weltbild damit zerstört. Oh, es tut mir leid. Ich mach's nachher wieder gut irgendwie. Alles klar. Mit Süßigkeiten. Was? Okay, das klingt pädophil. Oh, was ist das? Hallo. Eine Bibel. Ich kann da irgendwas... Ach, der Stuhl. Geh doch mal weg. Oder eine Scientology-Bibel. Ach so. Toll. Echt toll, dass ich das bewegen kann. Okay. Aber die Bibel hat sich einfach keinen Meter bewegt. Ist ja auch die Bibel, ne? Festgenagelt ja. Daran. Oh, was... Oh Gott, war der schlecht. Richtig schlecht. In Bezug auf Jesus. Oh. Warte, sind das jetzt die Kinder oder egal? 24. Februar 1899. Ist das immer 1899? Ist ja schlimm. Ist richtig schlimm. Mensch. Ja, sagte er, ich kenne diese Ruinen. Er war ein schäbiger Kerl, ganz zerfressen von einer übelriechenden Krankheit. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich komisch ansah, als ob er wissen wollte, wie ich von ihnen erfahren hatte. Ich hielt mein Verlangen zurück, ihm für seine Respektlosigkeit eins auf die Ohren zu geben und sagte ihm, in der Bibliothek meiner Familie gäbe es faszinierende Reisebücher. What? Das ist echt schön. Natürlich war das diesem ungebildeten Einfallspinsel zu hoch. Er stimmte trotzdem zu, uns zu führen. Ich habe den Kindern erzählt, dass dies wahrscheinlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Oh, dass dies wahrlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Wenn diese und das alten auch. Steine so viel Geld einbringen, wie ich voraussehe, wird es lediglich das erste von vielen sein. Ja, unseres wird auch ein außerordentliches Abenteuer. Hoffe ich doch. Ich finde es toll, dass dieser Zettel einfach bei den Bierflaschen war. Ja, ne? Man merkt ja, wie wichtig es für diese Person war. So wie viel Bier. Ja, genau. Siehst du? Ja. Ich weiß Bescheid. Ja, du weißt Bescheid. War es das schon hier? Was weiß es nicht. Ich wollte eigentlich schlafen. Schon wieder? Nein, ich habe ja zu wenig geschlafen, also. Ich brauche meinen Schlaf. Ja, ich brauche mehr Schlaf. Ich war schon ganz früh, genau. Ganz früh war ich wach. So um 7:30. Alles klar. Es ist ganz früh. Okay. Gott. 7:30 an einem Sonntag. Hilfe. Was denn, mein Kind? Ich habe gar nichts gesagt. Aber der hat gerufen, Daddy. Du bist später dran, mein Kind. Alles erstmal klar. Sind die anderen 1000 Kinder dran, die ich nicht kenne. Oh, hier sind schöne Bilder. Ich habe 1000 Kinder und davon kenne ich nur eins. What? Ja, ist auch so. Siehst du bist mein Lieblingskind. Ja, weil ich das Einzige bin, das du kennst. Ja,
Nein. Ach was, nein. Wie komm ich da raus? Nicht deswegen. Was? Ist nicht deswegen, nein. Ja. Einfach weil du es bist, ne? Gott, ich hoffe, es kommen keine dummen Kommentare. Bitte was? Keine dummen Fragen? Ja. Ach was, bei mir immer. Und das fand ich eben sehr schön. Was ist passiert? Ich glaube, die Kinder haben gemerkt, dass du mein Lieblingskind bist und deswegen waren die sauer und haben alles kaputt gemacht. Ach so. Ja. Hast du dich irgendwie nicht erschreckt? Nö, warum auch? Ich weiß hab nicht. Ich kenne so viele, die haben. Ja? Ja, ich kenne so viele. Also einen, der war da voll die Pussy. Der hat erst mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt das Monster, liegt aber irgendwohin verkrochen. Vielleicht werde ich ja auch noch so. Hoffe ich. Wo ist das Telefon?